Tage, da wünscht ich wär mein Hund. Und ich hätte seine keilförmige Nase, dann erschien mir die Umwelt vor ganz neuem Hintergrund. Und ich ordnete sie ein in ganz andere Kategorien. Die aufrecht gehen, die kriechen, die wohl, die übel riechen. Und den Typen, die mir stinken, könnte ich Hose oder Rock zerreißen und sie in den Hintern beißen. Was ich heute nicht in meinem zartherzlichen Befund. Es gibt Tage, da wünsch ich wär mein Hund. Ja, mein Name ist Säuberlich Thomas. Ich bin der technische Leiter, der Peter, in Saalfeld. Und wir sind heute hier in unserem wunderschönen Saalfelder Freibad zum dritten Hundeschwimmen. Die Idee kam von den Bürgern aus Saalfeld selbst. Die hatten vor 2 Jahren hier angefragt, ob wir das nicht mal uns vorstellen könnten, dort ein Hundeschwimmen zu veranstalten. Und da haben wir gesagt, ja gut, machen wir. Wir probieren das mal. Und jetzt sind wir schon im dritten Jahr. Und es wird immer mehr angenommen hier in Saalfeld. Und ja, bei dem wunderschönen Wetter und bei den vielen Hunden, die wir hier haben, ist das natürlich eine ganz tolle Sache. Ja, wir hatten eine sehr gute Saison 2019. 2018 haben wir nicht ganz geschafft, aber bei der Wetterlage in diesem Jahr war das eine sehr gute Saison. Wir hatten keine größeren Unfälle in unserem Bad. Dadurch, dass auch wir viel unterstützt werden von der DLRG in Saalfeld, war die Saison sehr, sehr gut. Also ich schätze mal, wir wissen es zwar noch nicht genau, aber ich schätze mal, wir haben ja über 100 Hunde heute im Bad. Und im vorigen Jahr waren es 64, das kann ich schon sagen. Und wie gesagt, Sie sehen es ja selber hier, wie das hier angenommen wird. Das Wasser wird natürlich dann abgelassen und zur neuen Saison werden die Becken grundhaft gereinigt, sodass die Zweibeiner keine Angst haben müssen, in verschmutztes Wasser zu gehen. Es ist zwar unter dem Tisch, doch schlief ich noch in meinem Bett. Sparte aber ungeheuer, zahlte nur noch Hundesteuer. Nur in einem bin ich als Mensch besser dran. Darum mag er mich beneiden, denn ich bin der von uns beiden, der die Kühlschranktür allein aufmachen kann. Und das sind Momente, die genieße ich. Denn ich weiß, dann wünscht mein Hund, er wäre ich. Denn ich weiß, dann wünscht mein Hund, er wäre ich.